okay, wir sind jetzt in der Bar hier, wo DJ Ham heute Abend spielt. Und wir machen jetzt eine kleine Training-Session, da könnt ihr erstmal reinschauen. The kick? The kick? And the clap. But okay, between so this is... Is the song. Yes. The end. One end. Yeah. So two would be the clap. You need to start here. Okay. So, this one you start in the beginning. Yeah. And this one here, between the clap and the kick. So oh my god. How should I practice this? You practice this like this, so and this is timing, this is technique that's helpful for me to understand how I can practice. Because I watch YouTube videos, they show something and they explain, but when you see it in real life and you have it's somebody who shows it, it's not the same. I have another ritual or something. If you practice more, you will do this easy. I think you have to come at a point where you understand what you exactly do. Yeah, and you need to have a rhythm. Yes. It's very important, so. Switch between tempo. Yes. Easy. Easy. Only practice the same thing many times. Yes. Start with bit juggling, bass. Yeah. Hi. You say that when you practice one thing a long time, that you are clean and fast. Yeah, I think the position of your hand is very important. The position is bad right now. No, it's not bad, but you can have more facility. Of the tempo. Yeah, so you do this. Look. In fact, when you do the crab, yes, I think your hand is here. Okay. But it's easy when you put your hand like this. Okay. So if you see scratch bass, it's how we do. He's very open. Yeah, open. Yeah, okay. Okay. Yeah, every time when you scratch, you have a rhythm. This is very important. The rhythm. Very important. The rhythm. Very important. The rhythm. You know what? I practice this routine every day. From Jazzy Jeff? Yeah. Rhyme, dumping, down, that's his art, time, Jeffy, nimble, anyone, quick, but then, that's what Jazzy Jeff. Now I'm gonna bowl, you fall, cheat, and rip it out, but the hell is sweet. And I'll put it up again, one girl, and then that's what I'm gonna do, walking in his hand, and I'm gonna sing, singing out of the hell, and then I'm gonna be in good, but, meaning good.
Scratches from this routine to another yeah, track. Because and so you have rhythm in this routine too. For me, Jazzy Jeff is my inspiration. So if you don't have an idea and you want to practice and learn, try to practice old school routine and or watch old school routine. For me, it's easy today to do some bit juggling. Okay. So I have the beat. Jetzt laufe ich zum Hotel zurück und ja, DJ Ham hat gerade hier in der Bar gespielt. Das ist auf jeden Fall ganz anders, als ich das gewohnt bin. Ich spiele halt in Clubs und spiele dann 2-3 Stunden Sets höchstens. Er spielt halt einen ganzen Abend und muss da die Leute versorgen mit Musik. Ist definitiv eine ganz andere Art, an den Abend heranzugehen. Und spannend ist auf jeden Fall auch, wie er den Abend aufbaut und wie viel Musikrichtung er spielt. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall gleich schon im Hotel wieder zurück zu sein. Morgen geht es dann weiter. Und am Sonntagmorgen fahre ich halt wieder zurück. So, we are right now in the city center of Troyes. It's very nice. I do something for the vlog. Very nice city. With very nice buildings. Gerade hier in Paris und warte im Endeffekt auf meinen Zug nach Düsseldorf und ich suche jetzt gerade noch ein Café, um die ganze Nacht nicht gepennt, weil wir noch im Club waren und ich von Troyes 2 Stunden bis hierhin noch mit einem Blablacar gefahren bin und jetzt von hier aus halt um 6 Uhr bzw. 7.55 Uhr nach Düsseldorf dann fahren muss. Ich bin gerade auf jeden Fall schon mit einem Zug gefahren und da waren einfach alle Party-People aus Paris. Die haben einfach jetzt Feierabend. Summa summarum, Paris steht jetzt gerade auf. Ich werde immer müder und damit verabschiede ich mich auf jeden Fall mit diesem Schlusssatz aus der jetzigen Vlog-Folge und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.